Was geht, Leute? Eine weitere Folge Rainbow Six Siege im Multiplayer auf Locker. Wir sind im Konsulat. Ja, wir sind im Konsulat. Ich hol den Jäger mit. Oder... Nee, komm, ich hol den Doktor mit. Hatte ich ja auch nie wirklich gehabt, den Operator. Deswegen... Nehme ich den jetzt mit? Ein Diamantspieler im Gegnerteam. Herzlichen Glückwunsch. Da bin ich mal gespannt, wie das hier läuft. Wie gesagt, beim Doktor ist ja cool auf jeden Fall. Wenn man auf dem Boden liegt, da kann man sich wieder ins Leben reinhauen. Oder halt, wenn ein Teammitglied auf dem Boden liegt, kann man dem... von der Ferne wieder heilen. Das ist auf jeden Fall saugeil. Oder wenn man jetzt zum Beispiel nur noch 20 Lebenspunkte hat. Und ja. Man schießt einem ins Bein oder in den Fuß. Und da liegt er auf dem Boden und man bringt ihn wieder ins Leben mit dieser Spritze von dem Doc. Dann hat das Teammitglied wieder 75% anstatt 50%. Das ist auf jeden Fall... auch eine geile Sache. 5 Sekunden. Barrikade vorbereitet. Ja, dann muss ich auf jeden Fall hier mein Schild noch aufstellen. Naja. Ich lasse es mal so stehen, das Schild. Na gut, jetzt ist der da in der Ecke drin, wo ich eigentlich hin wollte. Da hinten ist jetzt das Fenster aufgegangen. Ja, das ist so hell hier auf jeden Fall. Das sieht man immer so schlecht. Autsch. Fused rein. Das reimt sich irgendwie voll. Fused rein. Ja, da geht jetzt überall auf. Mein Schild. Naja, gut, doch. Steht eigentlich gut, wenn ich so ganz nah dran stehe. Sehr schön. Da hat es den Diamantspieler weggehauen. Das war mal jetzt in dieser Runde der Diamantspieler. Der Smoke, wie ich sehe, hat auch nicht mehr wirklich viel Energie am Start. Oh, ich höre, da geht nämlich auf. Hier im Nebenraum. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön. Ich wurde entdeckt, okay. Dann würde ich mal sagen, wenn ich entdeckt wurde, gehe ich mal hier in eine andere Ecke. Sehr schön. Die erste Runde haben wir gewonnen in der Verteidigung. Lief auf jeden Fall super. Auf jeden Fall auch die geile Aktion. Das mit der Bombe, wo der Diamantspieler weggesprengt worden ist, sozusagen. Geile Sache. Ja. Nein, jetzt wollte ich Termit mitnehmen. Class ist hier, glaube ich, nicht so wirklich dolle. Na, ich habe ja gesagt, ich spiele mit allen und ich hole jetzt
Montan mit, Leute. Ich weiß zwar nicht, was mich da erwartet. Den Standort des Biogefahrgutbehälters finden. Ja gut, was mich erwartet, weiß ich schon. Aber wie man das Ganze umsetzt, ne? Das ist dann wieder die andere Sache. Weil ich ja ehrlich gesagt Montan nicht wirklich immer gespielt habe. Mit Blitz ist es ja wieder ein Tick anders, da ja noch da der Blitzer dran hat. Bei Montan, da ist so, da muss man halt die Betäubungsgranate gut einsetzen. Dass man dann den Gegner lahmlegt. Ja, jetzt bin ich da voll reingefahren. Haben sie so eine kleine Straßensperre errichtet. Ja, was ich manchmal laber, ne? Eine Straßensperre. Ja. Wie gehe ich da vor? Also das Fenster... Also oben rein... ist, glaube ich, auch eher tödlich. Ich werde da wahrscheinlich hier von unten reingehen. Ich denke, dass ich hier das Fenster durchgehe. Aber immer, wenn ich so Montan genommen habe, bin ich immer irgendwie oft gestorben. Wow, Alter. Das ist heftig. Ach nee, jetzt fange ich es schon an, hier wieder rauszurennen. Das ist total kacke. Haha, zwei Stück mit Montan. Das müssen wir einfach schaffen, hoffentlich. Nein! Ja, jetzt hat er mich weggesprengt mit der Bombe. Da konnte ich leider nichts. Da konnte ich leider nichts machen. Aber zwei getroffen mit Montan. Da bin ich auf jeden Fall sehr erfreut und gewonnen. Er hat reingefused. Was für eine geile Aktion. Hammer, mega, Leute. Also, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Mit Montan da, dass ich da zwei Kills mitnehme. Auf jeden Fall sehr schön. So, ich habe auch schon lange keinen Smoke mehr dabei gehabt. Und den werde ich jetzt mal wieder mitnehmen. Den Doc hatte ich ja jetzt gehabt. Ja, dann in der nächsten Aufnahme werde ich auf jeden Fall mal wieder mit Tatschanka arbeiten. Und dann immer so weiter. Dann kommen auch wieder mal Puls dran. Kessel immer abwechselnd jetzt auf jeden Fall. Dass ich da immer jemand anderen am Start habe. Jetzt habe ich auch auf jeden Fall eine Nitro-Handybombe dabei. Was sehr gut ist. Aber wie man sieht, ne, der Diamantspieler heißt nicht immer, ob er jetzt Diamant ist. Deswegen, viele erschrecken da immer zu oft. Ich glaube, war das der eigentlich, wo mich weggesprengt hat? Das muss ich jetzt mal auf jeden Fall nachher schauen. Wenn ich hier die Aufnahme fertig habe. Ob das jetzt der war, gar keine Ahnung. Ja, die Wand ist verstärkt.
Ich werde hier Stacheldraht hinlegen. Es bleiben noch 10 Sekunden. Und zwar, dass der, dass die Ecke da so ein bisschen geschützt ist. Oh, da hat er klug die Westen vor das Loch gelegt. Da kommt nämlich die Drohne nicht durch. Das ist auf jeden Fall auch klug gemacht. Da mache ich mal gerade noch hier die Verstärkung dran. Ich werde auf jeden Fall hier in der Garage bleiben. Okay, da habe ich einmal hier diesen Aufsatz und diesen. Ist auch eine geile Mischung. Ne, da hat man einmal Weitsicht und kann man umschalten, wenn man jetzt schnell Nahkampf braucht. Ja gut, die Sache ist jetzt die. Die rennen da jetzt alle draus rum. Zu dritt, ich weiß jetzt nicht, ob es gut ist, aber sehen wir mal. Weil ich denke, ja, die kommen ja sowieso hier rein. Herzschlagsensor aktiviert. Das war mir klar, dass die da von der Garage kommen. Da sieht man nichts, ne? So sieht man jetzt noch was. Eieiei. Liegt der Stacheldraht noch? Na gut. Ja, hier hupt das Auto permanent. Die Alarmanlage. Scheiße, da war einer. Ja, jetzt kommt der Diamantspieler in Fahrt. Wie man sieht. Ja, na klar. Der holt sich da alle. Scheiße. Ich glaube, jetzt losen wir ab die Runde. Meine giftigen kleinen Kerlchen sind platziert. Da weiß man gar nicht, was man machen soll. Der Gegner versucht nicht mehr, den Behälter zu sichern. Weiteren Zugriff auf den Gefahrgutbehälter verhindern. Den Gegner von der Sicherung des Gefahrgutbehälters anhalten. Oha! Letzter verbleibender Operator des eigenen Trupps. Scheiße! Jetzt hat mich der Diamantspieler gekriegt, aber hallo? Habt ihr das gesehen, wie viele Kills ich hier jetzt noch gemacht habe? 3 Stück noch genommen. War knapp gewesen. Ja, leider war halt der Diamantspieler hinter mir. Konnte ich nichts machen. Aber echt gut, ne? Habe ich auf jeden Fall gut verteilt. Ich hol jetzt Termit mit. So. Auf jeden Fall richtig geil. Richtig geile Runden hier dabei. Aber gut, man sieht ja, Diamantspieler ist jetzt doch noch in Fahrt gekommen bei dem Angriff. Hat sich da alle weggerußt, aber das habe ich irgendwie befürchtet. Dass da einige könnten sterben, weil da 3 Stück draußen waren.
Am besten, wenn man in der Garage ist, ja, zwei Läufer, das reicht. Drei Stück bleiben dann eher da drin. Ja. Gut, in den Garagen sind sie mal nicht. Da wird es ja hier auf jeden Fall noch voll spannend. Sehr, sehr spannend. Gute Arbeit. Der Biogefahrgutbehälter wurde. Okay, dann sind sie da wieder ganz oben. Noch 10 Sekunden. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da vom Fenster soll einsteigen. Naja, die Drohne ist sowieso jetzt futsch. Aber ich könnte wetten, dass da gleich einer wieder rauskommt. Ja, die Kamera ist mal futsch. Es ist zwar nicht verboten, dass man da rausgerannt kommt und so. Aber ich finde es trotzdem echt unfair. Und außerdem noch total feige, wenn man das macht. Okay, das war nur Sledge. Feind gesichtet, erster Stock. War hier nicht noch eine Kamera irgendwo? Oder die ist schon kaputt. Oder ich bin einfach blind. Ich weiß jetzt gar nicht. Weil hier ist es gerade voll verwirrt. Naja. So, jetzt versuche ich da auf jeden Fall etwas abzulenken. Irgendwie ahne ich, dass da gleich einer rauskommt. Irgendwie ahne ich das. Weil wenn man dann am Fenster hängt, kommen sie meistens raus. Ja, ja. Ich passe mal hier noch ein bisschen auf. Na gut, Ewigkeit haben wir jetzt auch nicht. Ich weiß auch nicht, Leute. Ja, wenn jetzt die Bombe geflogen kommt, bin ich am Arsch. Ein verbleibender Operator vom eigenen Trupp. Na toll. Na toll. Bleiben noch 15 Sekunden. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Es bleiben noch 10 Sekunden. 5 Sekunden. Nein! Oh Mann! Das kann doch nicht sein. Wie viel Heil hält denn der aus? Ich habe voll drauf geschossen. Naja, okay. Ich habe es auf jeden Fall versucht. Jetzt hol ich hier Blitz mit.
Freunde. Und dann schauen wir mal, ob es klappt. Eben und 10, 2 Kills. Vielleicht schaffe ich ja mit Klitz jetzt auch nochmals 1-2 Kills. Wäre echt cool. Aber bisher auf jeden Fall 6 Kills gemacht. Kann ich schon mal ganz zufrieden sein. Ja, aber ihr seht, der Diamantspieler, jetzt ist er richtig in Fahrt gekommen, die letzten 2 Runden. Hat er richtig Gas gegeben. Okay, da unten sind sie nicht. Jetzt sind sie bestimmt wieder ganz oben. Denke ich mal. Oder auch nicht. Oder? Nö. Diesmal sind sie da nicht. Dann können sie ja nur unten sein. Dann können sie ja echt nur ganz unten sein. Ah, da hinten in dem... Ja, ob da jetzt Blitz cool ist. Das bezweifle ich. Ich weiß ja nicht, in diesem Raum da. Das ist ein bisschen komisch. Wo gehe ich da am besten rein? Wenn ich da vorne reingehe, wäre es Selbstmord. Wenn ich da jetzt reingehe, wo er rein will, der Sledge. Am besten, ich komme so von der Seite. Da hinten irgendwo, wo Thermit ist, dass ich da reingehe. Ja, ich würde sagen, ich gehe von da rein. Nur wie gesagt, wenn halt die Bombe angeflogen kommt, ist man da oft machtlos. Ich muss schauen, nicht, dass hier noch irgendeiner rumschwirrt. Oh je. Eieiei. Scheiße. Jetzt habe ich einen Blitzer verschwendet schon. Ja, irgendwie ahne ich, dass gleich einer hier außen rum kommt. Wie trifft denn der mich? Alter! Wow! Dem hab ich mal. Ist ja echt ein harter Kampf hier. Den Raum sichern. Sicherung des Behälters beenden. Den Behälter sichern. Feindliche Aktivitäten. Nein! Nein! Oh Mann, ey, das ist doch so beschissen. Nein, scheiße. Ach, da liegt noch einer. Och nee. Ich hasse das mit der Bombe. Ja. Mit Sicherung des Behälters fortfahren, sobald die Bedrohung neutralisiert ist. Wer ist denn da noch übrig? Okay. Jawohl, sehr schön. Oh, der andere ist da hinten. Sehr schön gemacht, auf jeden Fall. Wir haben doch gewonnen, ey. Hammergeil. Mit Blitz habe ich auf jeden Fall noch einen Kill gemacht. Gegen Tatschanka. Hammermäßig, auf jeden Fall. 7 Kills, bin zufrieden. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wie immer.